Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video Seven Days Since Grand Cross. Es ist Donnerstagabend, ich habe 6 Stunden jetzt nach Hause gebraucht. Ich habe aber gesagt, wenn ich nicht allzu spät nach Hause komme, mache ich auf jeden Fall noch ein Video. Und ja, da sind wir. Wir haben das Update natürlich schon längst hinter uns. Und heute geht es um ein bisschen andere Themen. Wir machen nebenbei ein bisschen hier Tickets auf. 25 Stück werden wir machen, plus 3 einzelne, also insgesamt 28 SSR-Tickets. Aber heute soll es eigentlich um das Thema gehen, dass ich ja beim Black Friday zugeschlagen habe. Hab mir noch ein paar Monitore, noch ein bisschen Streaming-Equipment gekauft und möchte jetzt ab spätestens nächster Woche regelmäßig streamen. Mindestens 2-mal die Woche, wenn nicht, kann das sogar bis zu 5-7-mal hochgehen. Spiele, die zur Auswahl stehen, und zwar darum soll es gehen. Ich werde mich sehr, sehr wahrscheinlich zwischen Genshin Impact oder Destiny 2 entscheiden. Wahrscheinlicher aber Genshin Impact, das Spiel kenne ich wenigstens schon ein bisschen. Und Destiny 2 ist ja ein MMO, aber ein Shooter. Ist bestimmt auch ganz interessant. Könnt ihr mir mal gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr euch denn wünschen würdet, was wir jetzt erstmal im Stream spielen. Das heißt, das ist rein nur für den Stream. Darüber werden erstmal keine Videos gemacht. Das liegt einfach daran, dass ich natürlich, um über Genshin Impact oder über Destiny Videos zu machen, dafür stecke ich nicht in dem Spiel drin. Das heißt, ich habe davon viel zu wenig Ahnung. Ich kann euch nicht sagen, was da das Beste ist, wie ihr was machen müsst. Die Erfahrung muss ich erst sammeln und erst dann könnte ich theoretisch YouTube-Videos machen. Das heißt, das ist erstmal vorerst wahrscheinlich die ersten locker mal 1-2 Monate reines Zocken im Stream auf Twitch. Also schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr euch da wünscht. Und das Ganze werden wir dann machen. Wie gesagt, ich bevorzuge Genshin Impact, aber wenn natürlich jetzt 80-90% schreiben, sie wollen unbedingt Destiny 2 sehen, dann werde ich natürlich mir Destiny 2 holen. Ja, und ansonsten sind wir hier halt im neuen SSR-Banner. Dort hoffe ich mir eigentlich am allerliebsten, wo ist er? Am allerliebsten brauche ich hiervon auf jeden Fall mal einen Chandler. Und ich glaube, Nanashi habe ich für meine Box noch nicht. Das heißt, auf die beiden habe ich es abgesehen. Chandler wäre optimal. Mal schauen, ob wir ihn hier in 28 Puls irgendwie ziehen können. Nope. Würde ich sagen, direkt weiter. Denn Chandler fehlt mir noch. Und wenn ich Chandler hätte, könnte ich das Full Stance Team spielen, was sich so viele Leute gewünscht haben. Wow, von denen habe ich sogar jeden einzelnen 6-6. Ich glaube, das wird schon wieder nichts mit meinem Chandler. Oh, wäre sogar eine Escano-Animation gewesen. 3-mal Bahn. Und 2-mal Hellbram. Das ist echt ein Müllzug. Kommt schon. Ja. Boah, wenigstens eine Dunner-Volliste. Kann ich wenigstens die Ult hochmachen. Und ich glaube, von der Kung-Fu-Diane in Rot, ich weiß nicht, ob es die 5-6 oder 6-6 habe, aber eins von beiden. Ich glaube, das dürfte jetzt schon der letzte Multipool sein und danach sind nur noch 3 Singles. Wieder eine Escano-Animation. Okay, Hauser ist in Ordnung, den habe ich damit 6-6. Ja, den Rest habe ich eigentlich schon 6-6. Bei der grünen Glocks habe ich auch 6-6. Und jetzt haben wir noch 3 Einzelne, das heißt 25 sind schon weg. Ich habe immer noch keinen Chandler und jetzt habe ich noch 3 Einzelne. Und bis jetzt habe ich noch nicht einmal einen Charakter gezogen, den ich gebraucht hätte. Bis auf Dunderfallis, aber deren Ulti ist natürlich für generell für die Todesmatches eher unrelevant. Noch 2. Dusel habe ich jetzt, glaube ich, sogar schon 2-mal dabei gehabt. Da wird sich jeder andere wahrscheinlich drüber freuen, der ihn noch nicht 6-6 hat. Und noch ein Zaratras. Ja, damit war es das auch schon wieder. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich Zaratras seine Ulti, glaube ich, noch nicht auf 6. Doch, ich hatte sie auf 6-6. War also auch verschenkt. Ja, okay, dann soll es heute mit dem Video gewesen sein. Ist ein bisschen unspektakulärer gewesen. Liegt aber auch daran, dass die letzten Tage halt komplett nicht da war. Und ich jetzt nach einem ganzen Lehrgang und 6 Stunden nach Hause fahren mehr als genug erstmal habe,
Und deswegen halte ich mich heute relativ kurz. Wie gesagt, schreibt es mir unten in die Kommentare, von was für einem Spiel ihr euch denn die Streams wünscht, ob ihr euch lieber Destiny 2 oder Genshin Impact wünscht. Das Ganze werden wir dann aktiv im Stream zocken und werden dann voraussichtlich im März, wenn Lost Ark rauskommt, das natürlich dann noch dazu nehmen, dass sozusagen, dass wir zwei Spiele im Stream haben. Und im Stream werden wir natürlich auch immer mal wieder Seven Deadly Sins haben, aber natürlich meistens nur hier für Openings oder sowas. Und ansonsten wird es auf meinem Kanal vorerst erstmal keine Genshin Impact oder Destiny 2 Videos geben. Aber sobald Lost Ark kommt, wird es dazu noch Videos geben und mal schauen, wie sich das Ganze im Stream verhält. Vielleicht kann ich da relativ schnell aufholen im Wissensstand und kann dann darüber auch Videos machen, aber das Ganze werden wir dann sehen. Wie gesagt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ihr mir eure Meinung da lasst. Und wie gesagt, dann soll es jetzt von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.